Heute bauen wir einen ganz kleinen, simplen Bot oder eine kleine Automation, die deine Instagram-Kommentare beantwortet. Wenn jemand bei dir kommentiert, dann antwortet diese Automation darauf. Ob du das nutzen willst oder nicht, ist natürlich dir überlassen. Je nach Instagram-Account macht das weniger Sinn oder mehr Sinn, aber für das Experiment ist das ganz lustig. Dafür brauchen wir als erstes ein Instagram for Business Modul. Da verbindest du deinen Account damit. Das ist ein paar Klicks durchführen. Da gibt es keine Einstellungen drin. Das ist ein Instagram for Business Watch Events Modul. Also, wenn ich da in der Liste schaue, hier suchen, Instagram, wichtig, for Business suchen, nicht das normale Instagram. Das Ganze funktioniert nur mit einem Business-Account. Und hier Watch Events. Ich glaube, auch ein Creator-Account würde funktionieren. Ich glaube, mein Account ist ein Creator-Account. Auf jeden Fall, hier habe ich jetzt schon meinen Hook gemacht und sonst klickst du hier Sam's New Insta Webhook und verbindest hier mit deinem Facebook Meta Login mit Add hier und wählst deinen Instagram Account und dann Events kannst du wählen Erwähnungen, Comments oder Story Insights. Kannst du natürlich auch weitere Automationen aufbauen, zum Beispiel wenn du erwähnt wirst, dass du dann benachrichtigt wirst, damit du sofort reagieren kannst. I don't know. Okay, save und dann klickst du 1, 2, 3 Mal und das ist eingerichtet. Brauche ich jetzt nicht. Haben wir also da. Mehr kann man nicht einstellen hier. Das ist sehr rudimentär einfach. Dann das nächste ist ein bisschen schlafen. Und zwar in Sekunden habe ich jetzt 193 Sekunden schlafen. Das sind, was sind das? 3 Minuten. Und damit das nicht sofort antwortet und ein bisschen zu schnell ist mit allem. OpenAI, da müssen wir natürlich dann auch wissen, wie wir antworten. Und was wir hier tun müssen, ist, wenn jemand einfach so ein Fire-Emoji sendet, dann wollen wir nicht einen Liebesbrief zurückschreiben, sondern wenn jemand mit Emojis antwortet, ist das wahrscheinlich ein Spammer. Da antworten wir auch nur mit Emojis und da kannst du natürlich deine Prompts dann auch schön schleifen. Und ich habe das einfach alles hier reingepeppt. In meinen Sam's Nuggets stelle ich die ganze Automation zur Verfügung zum direkten Übernehmen hier mit diesen drei Punkten. Import Blueprint, das ist dann dort drin in meiner Community, zusammen mit einigen anderen nützlichen Automationen. Also klick den Link unter diesem Video, wenn du interessiert bist daran, das direkt so zu übernehmen. Du bist ein erfahrener Social Media Manager. Du schreibst Antworten und Kommentare auf Instagram. Bei Kommentaren, die nur aus einem Emoji oder einem Wort und einem Emoji bestehen, antwortest du mit dem gleichen Emoji und einem zweiten Emoji. Wenn du Spam vermutest, antwortest du mit Yeah, baby. Yeah, baby. Oder etwas Ähnliches. Bei kurzen Kommentaren antwortest du auch kurz. Bei längeren Kommentaren antwortest du mit einem kurzen Satz. Es soll immer freundlich und dankbar wirken, immer in der gleichen Sprache wie der Kommentar. Insbesondere, wenn Schweizerdeutsch kommentiert wird, antworte in Schweizerdeutsch. Also geh jetzt vielleicht schnell testen auf meinem Instagram Kanal Sam_Steiner, bin nicht so aktiv dort. Und wenn diese Automation noch eingeschaltet ist, zu dem Zeitpunkt, als du dieses Video entdeckt hast, dann solltest du eine Antwort erhalten. Vielleicht werde ich das dann auch bald abstellen. Antworte in Schweizerdeutsch. Also kannst versuchen, auf Schweizerdeutsch den Kommentar zu schreiben und schauen. Das letzte Mal hat das nicht so super funktioniert, darum habe ich das hier noch ergänzt. Falls es in Deutsch ist, immer in Schweizer Schreibweise, ohne den komischen, grusigen SZ oder wie das heißt. Immer per Du, nicht Sie.
Und was man jetzt auch noch tun könnte, das ist jetzt ein Systemprompt. OpenAI kennt ja den Ursprungskommentar noch nicht. Das peppen wir erst hier beim Userprompt rein. Schreibe eine Antwort auf diesen Kommentar. Und hier kommt der Text aus diesem ersten Modul Instagram for Business, aus diesem, was ist das, pinken Modul? Ist das pink? Auf jeden Fall, hier kommt der Text und wir sehen in den Beispieldaten, ich habe geschrieben, es scheint nicht wirklich zu gehen, aber es hat dann doch geklappt. Ich habe einfach die 193 Sekunden nicht abgewartet. Okay. Was ich jetzt hier tun könnte, um das noch ein bisschen personalisierter zu machen, ich könnte eine weitere, zum Beispiel System-Message schreiben und sage, hey, du bist oder ich bin, wahrscheinlich nicht so die Rolle, Bassist bei der Zermundart Spiegelbild. Leute. Familie, Kindern, gerne Reisen, bla bla bla. Also ein bisschen Infos geben zu meiner Person. Das würde ich dann mit diesen 6 Punkten hier nach oben schieben. Da müsste ich jetzt natürlich noch einiges mehr reinpeppen. Ich lasse das mal so. Das ist dann auch in diesem Blueprint drin, dann natürlich musst du das dann für deine Situation anpassen. Hier unten Max Tokens 0, das heißt, es nimmt die maximale Anzahl, aber das mache ich eigentlich immer so. Das kostet fast nichts. Okay, dann habe ich Show Advanced Settings nicht eingeschaltet hier. Okay. Ja, das war auch recht überschaubar und jetzt ist es noch überschaubarer. Ich habe wieder ein Instagram for Business Modul mit Create a Reply. Und hier gibt's fast nichts einzustellen. Ich muss natürlich wissen, auf welchen Kommentar soll jetzt geantwortet werden. Das heißt, ich nehme jetzt aus diesem Modul, das jetzt blinkt da vorne, hier, nehme ich die Comment ID, das kommt heraus. Dann kommt hier rein, das grüne Modul ist die OpenAI Antwort. Und da aus Choices Message Content, da ist die Antwort drin und das senden wir ab. Das habe ich jetzt eingestellt hier. Vielleicht noch interessant, nein, das ist ziemlich sicher interessant. Every 15 minutes, aber ich habe jetzt eingestellt, dass, also das heißt, es wird sowieso nie praktisch, also sofort antworten. Das wird zum Teil dann 10 Minuten gehen für die Antwort. Aber ich habe jetzt Time from to eingestellt, dass es nicht einfach auch mitten um 2 in der Nacht, wenn jemand irgendwas kommentiert, weil die Person nicht schlafen kann, sofort dann wieder antwortet drauf, sondern irgendwie ein bisschen zu Tageszeiten antwortet es hier. Und da könnte man sagen, gut, samstags bin ich nie auf Instagram zum Beispiel. Ich habe jetzt das, ja, ganz hier. Oder ich könnte natürlich auch im Sommer ein bisschen Pause machen, würde dir auch gut tun. Ja, das heißt hier unten wählen, hier draufklicken und wählen at regular intervals. Das ist die ganze Geschichte. Save, ich exportiere das jetzt als Blueprint, stelle das bei Sam's Nuggets rein. Der Link ist unter diesem Video und damit unterstützt du natürlich meinen YouTube-Kanal, würde mich freuen und du hältst natürlich auch die anderen Automationen, die dir Stunden und Stunden einsparen pro Monat, wenn nicht sogar 10-fach so viel. Okay? Mein Ziel ist mal, ein Video zu machen, wo ich sage, hey, ich habe jetzt, und da bin ich noch nicht so weit, genug Automationen, dass ich 20.000 Euro pro Monat spare. Oder 50.000. Wäre richtig cool. Und das kannst du auch. See you soon. Bye-bye.